So, hallo, wir machen weiter. Bei The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Wir wollen jetzt endlich mit dem Ori-Weg anfangen. Infos zum Let's Play in der Beschreibung. Es ist blind. Es ist ungeschnitten. Ich weiß immer noch nicht, wie man ein Schild schlittert. So. Das reicht als Info. Ja, hier ist der Ori-Turm. Also das Ori-Dorf. Und da würde ich sagen, gucken wir uns jetzt mal richtig um. Also, richtig, richtig. Kann zum Beispiel mal hier anfangen. Und feststellen, dass hier eine Truhe drin ist. Ja, die würde ich doch gleich mal mir holen wollen. So, jetzt will ich was probieren. Und zwar folgendes. Wir haben ja nun zweimal eine Bernsteinklinge. Und eine Raketenkeule und eine Sonaniumkeule. Und das hier, Kurzschwert mit Hartholzprügel. Ich entferne jetzt mal den Hartholzprügel. Ich weiß, dass der dann kaputt ist. Das Es sieht halt auch super albern aus. So. Und dann möchte ich dieses Kurzschwert mit einem mit dem roten. Ja, mit Rhodonit verbinden. In der Hoffnung, dass daraus dann so ein Feuerstab wird. Ich bin gespannt, ob es funktioniert. Also auf den Boden. Synthese. Und let's go. Ja. Und damit haben wir nämlich eine Waffe, wie ich das erhofft hatte, die ich einfach nur halten muss und dann schmilzt das Eis und die Waffe geht nicht kaputt. Genau sowas wollte ich. Perfekt. Wunderbar. Denn ich denke, solange ich den nicht einsetze, müsste das eigentlich genauso funktionieren wie so ein Feuerschwert aus Breath of the Wild, ne? Das hast du auch einfach in der Hand gehabt und konntest du dann sozusagen, ja, einfach nutzen. Und das ist halt schon cool. So, und auf dem Weg hierher war noch mehr Eis, was ich hätte schmelzen können. Genau da nämlich. Da ist auch eine Truhe hinter. Man kann es wahrscheinlich beschleunigen, wenn man angreift, aber. Also, wir können es einmal ausprobieren nachher. Nice. 50 Rubine. So, war noch irgendwo so ein Eisding? Ich weiß es schon wieder gar nicht mehr. Glaub's aber fast nicht. Ne, hier war glaube ich auch keins mehr. Und die Brücke konnte ich noch nicht reparieren. Ne, da konnte ich leider nichts tun. Die ist einfach dahin. Okay, wird sich zeigen, ob sie irgendwann wieder repariert wird. Ich meine, ich habe ja meine Möglichkeit, hierher zu kommen. Mir kann es eigentlich egal sein. Aber interessant wäre schon zu wissen, ob es überhaupt geht. Gut, aber jetzt, Ori. Ohne Umschweife. Ab zu den Ori. Ich bin sehr, sehr gespannt, was das jetzt wird. Und ich wette, habe ich ja schon gesagt, es hat was mit diesem Sturm zu tun. Also, Safe Call hat es was mit dem Sturm zu tun. Wir haben ja schon diese Legende gelesen. Diese Legende, wo hier so ein Viech aufgetaucht ist und dann kam da diese Boote haben die gebaut und so weiter und so fort. Das wird sicherlich damit zu tun haben. Gucken wir mal. Gucken wir mal, was sich jetzt hier so ergibt.
Da wäre eine Statue, die ich jetzt aktuell nicht nutzen kann. Weil wir haben, glaube ich, nur 3 Stück noch, ne? Ja. Ja, ein Schrein fehlt. Okay, ein Schrein fehlt. Lass uns singen. Oh, das sind die, das sind die, das sind die Musikanten. Wir proben jetzt das Lied. Es wird das Lied von der Himmelsarche genannt. Wir singen es alle, um damit das Dorf vor dem Kataklysmus zu retten. Willst du mal hören, wie das Lied geht? Ja, let's go. Es freut uns, wenn uns jemand zuhört, deswegen werden wir es ganz bestimmt besonders toll singen. Sind alle bereit? Lasst uns singen. Das ist das Lied, was wir schon gelesen haben, ne? Mit dem Windstab auch das Land, genau. Ja, das haben wir schon gelesen in dem Buch. Ja, mit den Booten. Das ist das, was ich gerade erzählt habe. Das ist genau das, was ich gerade erzählt habe. Großartig. Sehr gut. Also man wird auf jeden Fall von diesem Lied konfrontiert. Das Lied handelt von der Arche, die das Ornidorf vor langer Zeit gerettet hat, verstehst du? Damals ist auch was Schlimmes passiert, genau wie jetzt. Die Himmelsarche, gibt es die wohl wirklich? Das wäre sowas von toll. Klar gibt es die wirklich. Papa hat mir erzählt, dass sie vom Himmel aus immer über uns wacht. Im Moment können wir wegen des Schneesturms echt ein bisschen Hilfe gebrauchen. Die meisten von den Erwachsenen sind außerhalb vom Dorf unterwegs. Also müssen wir Kinder uns in der Zwischenzeit um alles hier kümmern. Darum müssen wir jetzt noch was mit Proben auf und uns wieder an die Arbeit machen. Du bist fürs Essen verantwortlich. Du bastelst noch ein paar Pfeile. Ja. Okay. Hey. Ja. Wird gemacht. Ah. Ja. Nee, nochmal will ich es nicht hören. Nee, ist okay. Wichtiger wäre jetzt zu gucken, ob hier irgendwas Wichtiges zu tun ist. Oh nein, ich bin so eine Niete, schon wieder in einem Bett für die Gäste eingeschlafen. Huch, ein Gast, nein, ich schwöre, ich habe nicht geschlafen. Willkommen im Gasthaus Schwalbennest. Okay, das ist einfach nur das Gasthaus. Nein. Aber was hat's mit dem Downenbett auf sich? Ich glaube, dass es warm ist oder so, ne? Nee, sehe ich jetzt nicht. Brauche ich jetzt beides nicht und sonst ist hier nichts. Okay, gut. Haben wir da schon mal geklärt. Hier ist eine Art Laden. Mit einer Quest. Hi. Gutes Essen ist das A und O für Gesundheit und Moral. Ich glaube an diese Worte. Darum lerne ich auch leckere Sachen aus dem Kochbuch zuzubereiten. Im Moment versuche ich mich an einer Fischpastete mit frischem Ausdauerbarsch. Habe ich den? Den scheint sie zu wollen, oder er? Ja, sie will Ausdauerbarsche. Habe ich einen? Ich hoffe ja. Habe ich einen? Habe ich keinen? Kann ich nach Fischen sortieren? Sortieren Y. Nach Typ. Wo sind die Fische? 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 Ach, die Fische sind Essen, ne? Nee, kann auch nicht. Hä, wo sind die Fische? Ah, hier. Leuchthöhlenfisch, uralter Aro. Ich habe keinen Ausdauerbarsch. Ich hab's mir gedacht. Okay, also sie will den Ausdauerbarsch, kann ich aktuell nicht bedienen. Holzpfeil, Ölflasche. Lesen. Ah, Rezeptbuch. Ja, okay, da steht, wie man die Sachen macht. Brauche ich jetzt gerade nicht. Ziegenbutter. Rohrzucker.
Aber brauche ich... Ah, wenn ich jetzt wüsste... Wenn ich jetzt wüsste, was ich für... Mann! Was ich für diese Quest brauche... Mit in Kakariko, ne? Die da. Milchrisotto. Genau die. Ich meine, dafür brauche ich Milch, aber oh, jetzt steht es hier. Jetzt kann man das hier nicht mehr nachlesen, ne? Das ist ja auch wieder blöd. Ich meine, schaden kann es nicht mal, Zucker mitzunehmen. Komm, nehmen wir mal 10 Stück jeweils. Ich kann nur 2. Die hat nur 2. Ja gut, dann... Und dann hat sie hierfür schon wahrscheinlich nur 3. Ja, okay, alles klar. Okay. So, oh, untersuchen. Roter Pfau bei Mode, okay. Warm anziehen. Ah, hier gibt's... Ja, moin. Kälteschutz, aber wir sind eigentlich im Moment kältetechnisch gut gerüstet. Wahrscheinlich kann... Ich bräuchte halt noch eine Stufe wahrscheinlich mehr, aber... Das erscheint mir aktuell nicht notwendig zu sein. Vielleicht, wenn ich dann da hoch muss zu dieser Arche. Das wäre ja gut denkbar. Hier kann ich nichts tun. Das sind die Schlafdinger von denen. Da könnte ich kochen. Sonst geht hier auch nichts. Okay. Hier oben war, ja, hier oben war beim alten in Breath of the Wild war hier ein Schrein. Das weiß ich noch. Da ist jetzt einfach nisch. Da ist jetzt einfach gar nichts. Der alte Schrein ist komplett weg. Okay. Auch in Ordnung. Warte, das da unten ist der, den wir haben, ne? Ja. Hier ist auch nichts. Ich schätze, das wird alles wieder belebt sein, wenn wir hier dann die Sachen gemacht haben. Sodass alles wieder gut geworden ist. Ah, hier geht's weiter. Ja, das müsste doch eigentlich funktionieren. Kann ich was für dich tun? Ich bin gerade sehr beschäftigt. Mein Papa hat mir erzählt, dass man mit Eisfrüchten Monster einfrieren kann. Da ist mir eine grandiose Idee gekommen, aber in diesem Schneesturm kann ich keine Eisfrucht. Okay, Eisfrucht habe ich genug. Wenn es nur um Eisfrucht geht, habe ich genug. Ich habe genug Eisfrüchte. Ja, ja, du kriegst Eisfrüchte. Ja. Noch was Kaltes und Schleimiges. Weißes Schleimgelee. Ja, habe ich auch. Ja, okay. Ja, nimm doch einfach beides. Ja, es war mir klar, dass du ein Eispferd daraus basteln willst. Ja, das wissen wir schon. Das habe ich schon verstanden, dass ich verschiedene Effekte kriege. So, dafür kriege ich einmal Pfeile. Ja. Ja. Ah, das war's schon. Okay. Die Nebenaufgaben sind immer ganz spannend. Okay, ich nehme die Pfeile nicht weg. Ist okay. Ist ja gut. So. Ja, dann hat sich das hier auch schon wieder erledigt.
Hier geht es wahrscheinlich richtig weiter. Wir gehen das mal weiter hoch. Hier war in Breath of the Wild der Älteste. Da ist jetzt gar nichts mehr. Ja, hier ist wirklich alles ausgeflogen. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Und hier ist Ende. Okay, dann kann es eigentlich nur noch... Ah, warte mal. Da oben ist bestimmt ein Krog. Ich meine, der Titan ist da nicht mehr, das ist klar. Aber da oben ist bestimmt ein Krog. Sollte mich doch sehr wundern, wenn hier kein Krog auf mich wartet. Oh. Vor allem kann ich da nicht hochklettern. Das ist jetzt schlecht. Oh, warte. Ich kann noch höher. Jetzt sind wir on top. Also jetzt sind wir wirklich on top, top. Höher wird's nicht mehr, ne? Nee, höher wird's nicht mehr. Dann laufen wir mal davor. Haben die hier echt keinen Krog versteckt? Das würde mich sehr wundern. Na, sag ich doch. Na, sag ich doch. Sehr schön. Okay. Dann geht's wieder runter. Nochmal gucken, ob wir irgendwas außenrum vergessen haben oder so. Weil ich jetzt natürlich theoretisch überall hin könnte, ne? Wir sind bis hier hochgedriftet, dann kann ich natürlich auch weiter runter. Ja. Kurz zwischenlanden, Ausdauer generieren, regenerieren und weiterfliegen. Ja, aber hier ist nichts, nichts Ungewöhnliches mehr. Das war nur der eine Krog. Ja. Okay. Let's go. Das ist doch blöd. Ich bin nämlich kein Küken mehr. Ich will die Riesenwolke erforschen. Zur Not auch ganz allein. Das ist doch unser Dude. Wenn wir bloß hier rumglucken, wird das Dorf... Oh. Huh? Du bist doch... Tatsache! Link! Ich kenne dich noch nicht. Thulin. Okay. Nee, Thulin sagt mir nichts. Aber das war das nicht Theba gerade nebendran? Unser ehemaliger Kollege? Theba? Mhm. Yes, ich kenne den Namen noch. Link, es hieß, du seist verschollen. Schön, dass du wohl auf bist. Theba, neuer Häuptling der Orni. Ah. Ich freue mich sehr, dich zu sehen. Mhm. Kennst du noch mal? Nee, kenne ich nicht. Oder kenne ich? Warte, ah, doch, das könnte sein. Aber jetzt ist er dann... Dann hat jetzt eine größere Rolle. Er kann sich zwar schon aufflussen wie ein Großer, aber ganz erwachsen ist er noch nicht. Hey, ich habe doch auch schon gesagt, ihr sollt mich nicht so behandeln, als wäre ich gerade frisch geschlüpft. Solange du weiter glaubst, du könntest allein der ganzen Welt entgegentreten, bist und bleibst du ein kleines Küken. Glaubst du etwa, ich kann mich nicht durchsetzen? Ich bin Flügge, jawohl. Ihr werdet noch alle Augen machen. Der Kundschaftungsflug heute etwa wird mir total problemlos gelingen. Ihr könnt weiter so tun, als wäre an dem Lied von der Himmelseiche etwas dran, aber ich glaube an so eine Blödsinn. Ja, okay, das geht schief. Ja, das geht schief. Ja, das geht komplett schief. Blödsinn? Pass auf, was du... Ach, du liebe Zeit. Thulin will, dass wir ihm erlauben, die Ursache des Sturms zu finden. Er gibt einfach nicht nach.
Das Lied, das er meinte, ach, das ist nur eine alte Volksweise, die man hier im Dorf der Orni singt. Nicht nochmal den Text, ich kenne den jetzt. Als vor langer Zeit ein Kataklysmus das Dorf verschluckte, war es ein großes fliegendes Schiff, das uns rettete. Aber vor langer Zeit ein Kataklysmus? Also sind wir doch weit in der Vergangenheit. Und es gab schon mal einen Kataklysmus. Ich will ja nur wissen, gibt es jetzt Lücken zu Breath of the Wild, die jetzt dadurch auftauchen, dass halt das Spiel jetzt entwickelt wurde und das in Breath of the Wild nicht klar war, oder reden wir von einer anderen? Ist ja, okay, keine Ahnung. So zumindest erzählt ist das Lied, das man schon seit Generationen bei uns singt und das es in Breath of the Wild nie gegeben hat. Heute ist es ein Kinderlied. Die wenigsten Erwachsenen sehen es als die tatsächliche Wahrheit an. Allerdings wollen manche in letzter Zeit eine Art fliegendes Schiff am Himmel entdeckt haben. Dazu kommt, dass man den Schneesturm und diese Wolke wohl eindeutig einen Kataklysmus nennen kann. Also, wer weiß, vielleicht ist an dem Liedchen ja doch etwas dran. Ja, safe. Und sei das Lied von der Himmelseiche auch nur ein Kindergesang. Irgendwas geht da oben vor sich, das steht fest. Leider sind die Lüfte so wild und unruhig, dass nicht einmal wir Orni so weit bis in den Himmel vordringen können. Daher will ich klug und besonnen agieren und sorgfältig Vorbereitungen treffen. Aber Tulin, nun ja. Er denkt, wir legen aus Feigheit die Flügel in den Schoß und hoffen blind auf göttliche Hilfe, wie sie das Lied verspricht. Mhm. Aber ich will dich nicht weiter mit unseren Sorgen behelligen. Weswegen bist du hier? Ja, deswegen. Hä? Was? So etwas hat sich direkt unter Schloss Hyrule zugetragen? Das klingt, als hingen Prinzessin Zeldas Verschwinden und die merkwürdigen Ereignisse im ganzen Land zusammen. Das Volk der Orni würde sich aufrichtig gerne auf der Suche nach ihr beteiligen, doch leider ist es derzeit nicht möglich. Dieser eigenartige Schneesturm setzt uns furchtbar zu und unsere Nahrung wird ausgesprochen knapp. Alle erwachsenen Orni nehmen den Schneesturm unter die Lupe oder suchen allenthalb nach Essen. Und seit mein Mann Häuptling ist, kann er selbst das Dorf auch schwerlich verlassen. Ach, könnte ich doch nur etwas tun. Ah, vielleicht gibt es jemanden, der mir mehr helfen kann als ich. Frag doch mal Hertis. Er sammelt alle möglichen Informationen. Vielleicht hat er ja schon etwas über Prinzessin Zelda gehört. Siehst du die zwei Leuchtfeuer dort drüben brennen? Ja, da waren wir schon. Ja, da waren wir schon. Da waren wir schon. Muss ich da jetzt nochmal hin? Ja, okay. Ja, dann fliegen wir halt mal darüber. Also nochmal, sozusagen. Ist in Ordnung. Ja, jetzt haben wir Tulin, Theba und wahrscheinlich auch noch Saki. Oder ist die nicht so wichtig? Okay, die ist nicht so wichtig. Die kriegt einfach keinen Eintrag. Richtig frech. So, ist hier drauf vielleicht noch ein Krog? Das wäre cool. Sieht nicht danach aus. Na gut, dann gehen wir nochmal hier rüber. Waren wir zwar schon, aber hey. Ist ja egal. So. Vielleicht gibt es jetzt ja dann mehr da zu erledigen. Das ist er nicht. Hertis, wer von euch ist Hertis? Du bist auch nicht Hertis. Ich gönne mir mal wieder euer Zeug, ne? Ihr kennt mich. Huch. Alles gönnen. Hertis, okay, alles klar. Ah, schön, ihr habt wieder eine Chili gefunden, finde ich gut. Finde ich super. Was ihr alles so findet, ne? Das ist ganz toll von euch. Okay, Hertis. Ja, ich habe was zu erledigen. Ich habe gerade mit Theba gesprochen. Oh, du suchst Prinzessin Zelda. Es tut mir leid, aber ich habe nichts gehört, das dir weiterhelfen könnte. Wir haben gerade alle Federn voll mit einem anderen Problem zu tun. Die Dorfbewohner sind unterwegs, um Nahrung zu finden. Und zu einem Unglück ist gerade jetzt alles voller Flugungeheuer. Ja. Aber
Vielleicht könnte der kleine Tulin dir ja. Ach stimmt, du warst ja länger nicht mehr hier, also. Unser kleiner Tulin hat inzwischen einen ziemlich guten Flügelschlag drauf. Fliegt besser als so manche Erwachsene. Ja, doch, Tulin war eines von den 5 Kindern, was man in Breath of the Wild in der Nebenquest hatte. Selbst bei diesem Unwetter dreht er seine Runden am Himmel und meldet alle möglichen Sachen, die uns helfen. Du solltest wirklich mal sehen, wie er Windströme erzeugt. Kriegen wir jetzt sowas wie Tulins Sturm diesmal und nicht Revalis Sturm? So, ist es einfach dann das gleiche, nur mit Tulin? Theba gibt den strengen Vater, aber insgeheim weiß er, dass Tulin ein kleines Wunderküken ist. Wenn er sich für meinen Geschmack auch ein wenig zu viel plustert, der Kleine, aber sprich doch einfach mal mit ihm. Okay. Zur Höhle der Seepebra Südspitze, alles klar. Alles klar. Ja, dann gehen wir da hoch. Ja. Ah. Alles klar. Okay. Also auf zur Höhle. Den Turm haben wir schon ausgelöst, von daher muss ich jetzt hier einfach nur hoch. So. Dann gibt es wieder eine kleine Höhlenquest. Das ist, glaube ich, nicht das Leuchtfeuer, was gemeint ist, aber es ist auf jeden Fall ein Feuer. Habe ich mit dir schon mal gequatscht? Was geht da nur vor? Ach so, ja. Juliana mit einer Scheiße. Ja, ich habe alles gut mit Kälte. Alles easy. Ah. Ja, da hoch geht's zur Höhle. Okay. Ja. Ja. Alles klar. Das war nur der Hinweis, wo es weitergeht. Gott, lauf mal hoch. Andere Waffe, sonst verliere ich mein Zeug. So. Jetzt kommen nämlich gleich die Eisfledermäuse da. Na komm, die schießen wir erstmal weg. Hat gut funktioniert. Hat gut funktioniert. Ich kann nix. Na bitte. Ich hol mir die ganzen Dinger gleich wieder. Was läuft da eigentlich? Ist das ein Händler? Ah, nee, ein Bocklin. Ja, man kriegt da seine Pfeile zum Glück wieder. Es ist einzig ärgerlich um den Bogenverbrauch. Weil das halt Energie kostet für einen Bogen. Tschüss. Oh, der hat ganz viele Eispfeile genutzt, sozusagen. Auch interessant. Oh. Oh, da ist ein Blauer dabei. Der könnte wehtun. Ja. Das war jetzt blöd, weil jetzt ist die erste Fee draufgegangen. Gott. Eisvogelschwert, okay. Erzeugt mit jedem Angriff einen starken Windstoß. Ja, auch nicht schlecht. Hm. So. Gut. Dann verstärken wir das Eisvogelschwert doch gleich mal. Yeah.
Und zwar, nee. Nee, war da nicht gerade noch Monstermaterial am Boden? Ja, dann nehmen wir einfach. Monstermaterial ist auch okay. So, einmal auf den Boden. Zack. Hä? Habe ich es nicht auf den Boden gelegt? Auf den Boden? Du kannst das hier nicht aus der Tasche... Willst du mich verarschen? Weil es dann runterrollt oder was? Also, was sind für eine Aktion? So, zack. Wunderbar. Habe ich die schon fotografiert? Kann man die überhaupt fotografieren? Kann man? Habe ich noch nicht. Sehr gut. Let's go. So. Wunderbar. Okay. Hier war das Gegnerlager, ne? Die sind von hier gekommen, alle, ja. Ist hier noch irgendwas zum Looten? Irgendwas Spannendes hier? Nee, ne? Die waren einfach da und haben sich gefreut. Ah, das ist ja witzig. Obwohl es jetzt verstärkt ist, hat er trotzdem diesen Windeffekt noch. Okay, interessant. Dann will ich das vielleicht nicht gleich ausnutzen. Gut. Ich hätte mich bestimmt auch einfach zu dem einen Schrein... Da ist die Höhle, okay. Zu dem einen Schrein hochporten können. Wie man, ja, der ist nämlich gleich in der Nähe. Da oben ist der Schrein, wo wir waren. Hätte ich also auch machen können. Aber... War jetzt natürlich nicht gedacht. So, und habe ich auch nicht gemacht. So, ist hier noch irgendwas Spannendes außen, bevor wir reingehen in die Höhle? Nee, sieht nicht so aus, ne? Okay. Die Höhle könnte ein bisschen größer sein. Ich bin mal gespannt. Denn mit Sicherheit gibt es jetzt hier die Geschichte, dass Tulin abgehauen ist oder ich den suchen muss oder keine Ahnung. Ah. Er ist mit Gesane tief in die Höhle gegangen. Natürlich ist er das. Ja, ja, das dachte ich schon. Oh. Eine Kreatur, die an den Wänden entlang springt. Okay. Ich würde ja gerne... Ich habe halt nicht so viel Feuerkram. Oh, warte mal. Reicht es auch hier? Das wäre cool. Reicht es auch hier, das einfach nur hinzuhalten? Huch. Wollte ich gar nicht. Aber hat funktioniert. Ich wollte gucken, ob es reicht, wenn ich mich damit hinstelle und es anzünde. Aber so geht's auch. So geht's natürlich auch. Witzig wäre es jetzt, wenn es hier Ausdauerbarsch gäbe. Frostforelle. Ja, leider nicht ganz. Wie komme ich an die Dinger an der Decke ran? So, das... Sind die im Wasser gelandet, aber dann sind sie weg, ne? Ja, okay. Wurscht. Ist egal. So. Ja, jetzt sind sie alle weg. Gut, mehr als das ist hier nicht. So, jetzt wollte ich aber meine Theorie testen. Was ist, wenn ich es nur in der Hand habe?
Ich will's. Ich will's doch einfach ausrüsten. Nein, Mann. Ja, so. Nee, also hinhalten. Nee, ich muss da. Okay, ich muss damit angreifen. Okay, aber das wiederum bedeutet, dass ich es dann halt auch verbrauche. Also machen wir das wirklich nur, wenn ich nichts mehr. Wenn ich keine andere Möglichkeit mehr habe. What the heck? Wieso ist die jetzt... Okay, keine Ahnung. Ich glaube, die haben nicht so den größten IQ, die Klammerechsen. Oh. Hier ist so ein Windstoß. Damit käme ich also jetzt höher. Okay, okay. Wir gehen aber erstmal runter. Oh shit. Also ich meinte, ich sagte zwar runter, aber ich habe damit nicht gedacht, dass es ganz runter geht. Oha. Huch. Wieder so ein Vier, da ist es weg. Aber ich, ihr kennt mich, Loot. Loot sage ich nie nein. Loot ist immer gut. Jetzt habe ich nur die Frage, habe ich überhaupt jetzt eine vernünftige Waffe, die diese Steinbrocken aufmacht? Na, die Axt ist es nicht. Scheiße. Ah, dann habe ich keine geschafft. Nein. Ja, das ist dann blöd. Okay, da dieses Ding jetzt ja den gleichen Effekt wie so ein Kurzschwert hat. Jetzt machen wir mal Folgendes. Wir lösen hier die Synthese. Nein, wir lösen hier die Synthese. Wir lösen hier diese... Mein Gott. Ach so, das muss ich so machen. So, dann habe ich meine Route wieder. Und die Route... Kann ich jetzt ja... War ich nicht gerade noch ein Stein? Ach, fuck. Jetzt ist hier kein Stein mehr. Okay, wisst ihr was? Wir opfern eine Bombe. Das geht ja auch. Ups. Das war es nicht wert. Das war es nicht wert. Ja. Okay. So, jetzt bin ich wieder hier. Ja, das war überhaupt nicht eine smarte Idee. Also ich brauche unbedingt immer eine Waffe, mit der ich so Steine kaputt machen kann. Mindestens eine. Mindestens eine. Das war ja richtig, richtig stupid jetzt wieder. Okay, sonst ist hier nichts, ne? Okay. Das ging ganz schön schnell nach oben. Ich kann hier rüber. Die Frage ist, will ich noch irgendwo zwischenlanden? Ne, hier komme ich her, ne? Ja, hier komme ich her. Okay, dann will ich da hoch. Dann passt das schon. LOL.
Ach, das Viech gibt's jetzt hier. Ja, okay, aber haben wir den schon mal fotografiert? Den blauen? Nein. Ist nicht mal ein blauer, ist normaler Horrorblind. Okay. Ja, gut. Also ich muss immer dafür sorgen, dass ich mindestens ein Ersatzsteinding habe, falls das eine kaputt geht. Warte, das ist bestimmt ein neuer Stein. Ja, dachte ich mir. Ein Leuchtsteinbrocken, okay. Jawollo. Leuchtsteine. Lassen sich besondere Gewänder daraus anfertigen. Okay, beherbergt die Seele von Toten. Das klingt ja auch gruselig. Hi. Dann hat er gut funktioniert. Tschüss. Nee, das ist alles sinnvoll. Ah, ich kann leider gerade nichts. Nee, ist okay. Sonst hätte ich noch ein Steinwaffending gemacht, aber ist okay. Wir haben die anderen Sachen noch. Ist halt nur die Frage, wie lange das hält, als so als. Wow. So als Dings, ne? Da geht's weiter. Okay, hier geht's gar nicht weiter. Gut. Aber mir scheint, die Höhle endet noch nicht so schnell. Deswegen würde ich sagen, an der Stelle endet aber der Part. Danke fürs Zuschauen und tschüss.